Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher Wild Hunt. Der dritte Teil der Reihe. Ja, ein bisschen ungewöhnlich, weil ich die ersten beiden Teile jetzt nicht gespielt habe und auch nicht habe. Es wird ein Remake kommen, habe ich mir sagen lassen, von Teil 1. Mal schauen. Jetzt im Moment ist halt die PS5 Upgrade-Version gekommen für Witcher 3. Ich habe mir sagen lassen, dass auch gameplay-technisch einiges verbessert worden ist. Also nicht nur Grafik, sondern die haben sich da echt Gedanken gemacht. Und ich bin im Moment so ein bisschen auf der Suche nach einem Nachfolgeprojekt für Horizon Forbidden West. Auch wenn mich das noch recht lang begleiten. Was heißt recht lang? Ich bin jetzt ungefähr bei. Also ich habe alle Erweiterungen, die ich brauche, um Hephaestus zu fangen und bin jetzt gerade dabei, das zu tun. Je nachdem, wie ich das spiele, kann das Spiel dann sehr schnell oder sehr langsam zu Ende sein. So oder so muss ich mir eben Gedanken machen, weil ich würde gerne dieses Format des Langzeitprojekts, das nebenher einfach weiterläuft, durchaus verfolgen. Hatte erst an Assassin's Creed gedacht, habe im Moment nicht so die Laune nach Assassin's Creed und bin immer neugieriger geworden, als dann die PS5-Version von The Witcher 3 rausgekommen ist. Hab mir sagen lassen, dass es nicht so tragisch ist, die ersten beiden Spiele nicht gespielt zu haben. So ganz unbekannt ist mir die Welt von The Witcher jetzt nun auch nicht. Sei es durch die Bücher oder die Serie, mal schauen. Und auch so habe ich ein bisschen was mitbekommen. Ich habe es auch schon mal damals angefangen, The Witcher 3. Mich hat aber damals zumindest die Steuerung für den Controller etwas sehr abgeschreckt. Heißt nicht, dass man da bestimmt nicht auch super reingekommen wäre, wenn man sich die Zeit genommen hätte. Ich habe es nur etwa ein, zwei Stunden gespielt und das hat, weiß Gott, nicht ausgereicht bei der Steuerung, die etwas haspelig war. Wie gesagt, das soll jetzt anders sein. Was kann ich euch zum Spiel generell sagen? Ist entwickelt worden von CD Projekt. Eben bekannt für The Witcher, aber mittlerweile auch für Cyberpunk 2077. Ich hoffe, ich habe mich jetzt mit dem Jahr nicht vertan. Auf jeden Fall für Cyberpunk, was ein auch sehr geiles Spiel ist. Auch das war erst bei mir auf der Liste für Langzeitprojekte. Schaue ich mal, ob ich das machen werde, vielleicht nach Witcher. Es steht auf jeden Fall auf der Liste als eine Idee für ein Langzeitprojekt. Nur, mir steht gerade nicht der Sinn nach Cyberpunk. Ist gepublished worden von Bandai Namco. Original-Release war 2015 für Windows, Xbox und PlayStation 4. Ist 2019 für die Switch nachgeliefert worden und ist jetzt 2022, im Dezember 2022 mit einem Upgrade für die aktuellen Konsolengenerationen und ich glaube für PlayStation, für PC ist auch noch mal was nachgekommen. Eben, ich will nicht sagen noch mal rausgekommen, aber es wurde halt gemacht. Ja, schauen wir doch einfach mal. Bewege die Regler, bis dieses Bild gerade noch zu sehen ist. Welches Bild? Welches Bild? Dieses Bild. Okay. Geil. Den Wolf möchte ich schon noch erkennen. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht, ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben,
die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Oje. Oh, da haben wir doch direkt mal. Patch 4.0 Highlights. Grafikmodi erforscht den Conti mit zwei Grafik-Rendering-Optionen. Wechselt zwischen der hochwertigen Grafik im Qualitätsmodus den und den butterweichen 60 FPS im Leistungsmodus. Erlebe eine brandneue Quest sowie Rüstung, Waffen und alternative Outblicks, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert wurde. Entdecke außerdem über meine Belohnung Goodies im Spiel als Dankeschön für deine Unterstützung. Ein Fotomodus, nicht so meins. Cross-Plattform-Fortschritt, okay. Integrierter Modi, wir haben einige unglaubliche Mods der Community nahtlos ins Spiel integriert, darunter 4K-Texturen und Modelle hochdetaillierter Monster und mehr. Steuerung, New Quality of Life Verbesserung. Aha, dazu gehört dynamische Anpassung der Module zur Oberfläche, schnelles Wirken von Zeichen, eine alternative Standardkamera sowie weitere Anpassungen für ein flüssiges, modernisiertes Gameplay-Erlebnis. Das klingt doch super geil. Ja, von mir aus. Ich habe auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Nee. Nur Kontrolle, um zu sprinten. Okay. Man kann die Sensibilität unterschiedlich einstellen. Interessant. Alternativer Steuermodus für... Okay. Ich hoffe, haben wir das jetzt angenommen? Ich hoffe, das heißt es... Warte mal. Schnellzugriff-Menü, Hexensinne einsetzen, Zeichen wirken, Schnellzugriff-Gegenstand benutzen, starker Angriff, springen, Interaktion, schneller Angriff. Okay.
Sorry, Leute. Ja, man hätte es vielleicht vorweg machen können. Aha, linke Taste, Stahlschwätzchen, aha. Blöd zu rufen. Schwimmen und tauchen, Kampf, Angriff, Schnellzugriff, Menü, Zeichen wirken, Schnellzugriff, Gegenstand benutzen, stark ausweichen, rollen. Okay. Ich werde mal die Alternative einstellen, ansonsten stelle ich die wieder aus. Das ist ja kein Anzeige konfigurieren Spiel. Nein, nein, nein. Ich will jetzt natürlich nicht zu lange hier rum eiern. Von vorne. Kann ich das jedes Mal umstellen, wenn ich das gerne möchte? Das ist eine gute. Oh, ich bin gar nicht eingestellt. Sorry, Leute. Kann ich das umstellen, wenn ich das möchte? I don't know. Ja, Tutorial auf jeden Fall an. Spielstand aus The Witcher 2. Simulieren. Ja, komm ein. Das aussieht.
Kaer Morhen, Festung der Hexer, Ufer des Gwenlech. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Vesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Bis später. Bis später. Danke, dass ihr keine Nippel seid. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Willkommen beim Tutorial, willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielemechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte der Welt und zur Spielemechanik findest. Okay. Die Minikarte der rechten oberen Ecke zeigt den aktuellen Stand und eine Umgebung. Aha. Was soll ich drücken? Du kannst jetzt nichts tun. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Horizon. Mit Jennifer reden. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Kennst du die etwa nicht, Geralt? Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Geralt, mein lieber Freund. Ah, falsch. Aha, warte, was? Das ist ja cool. Also das hätten sie in Netflix ein bisschen mehr einbauen können. Die Magie. Um Türen aufzuschließen, näher dich ihnen und drücke... Aha. Warte mal. Ich möchte mich hier aber vorher noch umgucken. Also die haben ein Bett, ein Badezimmer. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt, ne?
Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Sehe ich mein Kind irgendwo da unten? Siri, kleine Maus, sehe ich dich irgendwo da unten? Ich muss ja sagen, ich finde die erwachsene Siri ist ja ziemlich hübsch, ne? Ich darf hier nicht rennen. Ich darf in meinen eigenen Gemächern nicht rennen. Ich darf beide Türen aufmachen. Cool. Nein, ich darf in meinen eigenen Gemächern nicht rennen. Cool. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Siri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Na. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich kann der Kleinen doch nicht sauer sein. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na, von mir aus machen wir doch. Und dann hör ich auf. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Geralt hätte bestimmt gerne... Wenn du fällst, vielleicht. Übrigens weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich hin muss. Aber egal. Klettern. Kleine, gib mir... Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Ah. Ups.
tut das sehr weh, wenn ich das mache? Bin ich jetzt nicht wieder da, wo ich vorher war? Oh, ich bin, glaube ich, dran vorbei, oder? Hab voll das Kind abgehängt. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Eskel, ja. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Alter, ich muss die Grundlagen machen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Ja, und ich habe das Gefühl, dass Ciri mir um einiges voraus ist. Zieh das, Geralt. Oh, nee. Drücke, um ein Ziel auszuwählen. Okay. Du kannst du jetzt nicht tun. Schnelle Hiebe. 1, 2, 3. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Ach, Rolle? Aha. Okay. Ich glaube, ich übermorgen lieber mit Ciri. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Was soll ich denn parieren? Komm schon! Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich Konter! Schlag gegen Schlag! Eingeschlafen. Und vielleicht eins. Zieht ein Sturm auf. Aha. Nicht schlecht. Aha. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Der Sturmpuppe? So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Gwen an. Aha. Okay. Wer will noch mal? Hör auf zu prahlen, Geralt. Nee, was denn? Hab ich... Ah, ich hab Igni genommen. Ja, ist ja gut. Ciri, Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum, Ciri. Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Aha. Ohne das Gwen-Zeichen stünde ich jetzt im Platz. Okay. Art, Geralt. Na los! Art. Siehst
du das, Ciri? Aua. Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. Stirb. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Hirn, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Komm schon. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn... Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Aha. Und jetzt? Darf ich mit Vesemir nicht reden? Hast du genug? Ich? Nein. Halte R1 gedrückt. Du kannst nach Belieben mit Vesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du oder gedrückt. Gut, mir bleibt keine Zeit. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ach so, pariert man. Ah, ist okay. Ha! Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Was hat der für einen... Hast du den Helm? Was hat der für einen roten Fleck auf dem Kopf? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. An dieser Stelle mache ich einen Cut rein, ihr Lieben. Wir sind schon bei 33 Minuten. Ja, 33 Minuten. Das war doch für ein Tutorial Anfang gar nicht mal so verkehrt. Ich gestehe, ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher war. So lange ist es schon her mit der Steuerung. Ich glaube aber, zumindest habe ich das Gefühl, dass wenn man einmal drin ist und sich gemerkt hat, wofür die ganzen Zeichen stehen, dass man schon ziemlich gut klarkommen kann. Mal gucken. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wie gesagt, es war jetzt mehr so ein Testpart, würde ich mal sagen, ob ich in das Spiel reinkomme, ob es mir Spaß macht und. Es kann sein, dass ich es parallel zu Horizon Forbidden West dann aufnehme, immer wenn ich Lust habe darauf. Und dann mal gucken. Ich glaube, dass das tatsächlich ein würdiges Langzeitprojekt ist nach Horizon. So insgesamt. Also haut rein, ihr Lieben.